Wir haben jetzt Evoli, Tamira, Blitzer, Flash, Flamara, keine Ahnung, Aquana, Nero, Nachtara, Black Shadow im Moment. Ich weiß nicht, ob ich sie so nenne. So, wir sind in Team Rockets Keller und müssen uns hier durchkämpfen. Ich werde allerdings natürlich erstmal die Schwächsten nach vorne machen. Heißt, Eevee kommt nach vorne. So. Und los geht's. Öffnet sich eine Tür, schließt sich eine andere. Ob du den Weg findest, wird sich zeigen. Mahahaha. Eine Herausforderung von einem namenlosen Typen mit schwarzen Klamotten. Slimehawk wird in den Kampf geschickt. Level 23. Echt? Ich habe keine Ahnung. Wasser ist effektiv, aber ansonsten? Keine Ahnung. Wir probieren es mal. Und setzt Fliegen ein. Und es macht... Och, och, Alter, das ist... Ja, super. Ich weiß nicht, ob es jetzt an dem Levelunterschied liegt oder ob die Attacke... Ja, genau. Ein Angriff und ich werde vergiftet. Ist klar. Also das Spiel mobbt mich in den Kämpfen. Das ist so schlimm. Dafür haben wir Erfahrungspunkte. Und Billy auch. Und natürlich werde ich vom Gift verletzt. Smogon. Nein, wir kämpfen weiter. So. Windstoß müsste eigentlich reichen. Ach, ich habe die Flinkklaue jetzt gerade eingesetzt. Ich dachte gerade, was ist denn? Rauchwolke. Hahaha, ich habe die Fähigkeit Adlerauge. Du kannst mich nicht verwirren. So, nicht verwirren. Die Genauigkeit senken. Und Hotsuki, mach ihn fertig. Reicht's? Ja, reicht. Smogon ist Geschichte. Und im nächsten Kampf, denke ich mal, steigt Eevee. Wenn sie nicht vorher drauf geht. Ratzfatz, da wechsle ich ganz bestimmt nicht das Pokémon. Aber ich mach's mit Windstoß, weil Fliegen dauert mir zu lange. Dann kann mich das Gift wieder verletzen. Und reicht es mit den Erfahrungspunkten? Reicht es? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Verflixt, jetzt habe ich mich auch verzettelt. Wir haben Geld gewonnen, haben den Typen besiegt. Werden angerufen von Gudrun. Mein Gott. Und nächster Kampf. Verlaufen? Erzähl das deiner Mama. Sobald du mir unter die Augen kommst, bist du nur noch eins. Mein Opfer. Er hat Opfer gesagt. Er ist voll gemein. Er hat nur ein Pokémon und dann auch noch einen Ratzfratz. Und dann denkt er kann so mit mir reden. Tja. Sorry, hast du dir das falsche Pokémon ausgesucht? Hyperzahn. Ja. Ja. Gut. Ich würde eigentlich Ruckzuck machen, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Und? Na endlich. Eine Stufe mehr für Eevee. Rox, du hältst dich wohl für ganz cool, was? Eigentlich schon, ja. Baby. Dum, 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 dum. Ein Pokéball! Hyperheiler gefunden! Okay. Hat irgendjemand irgendeine Ahnung, wo ich hin muss? Keine Ahnung, ich spreche den erstmal an. Hallo? Hallo? Gleich rumpelt's in der Kiste. Gib mir all deine Items. Es rappelt im Karton, tong, 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 tong. Eine Herausforderung von Deep Pit. Okay. Smogon wird eingesetzt.
Ja, speichern. Speichern wäre gut gewesen. Nein! Finale! Yes! Mann, wir haben jetzt vollen Lauf. Ja, halt Erfahrungspunkte. Bin ich mal im Bildschirm. Ist das genial. Und Smogon wird eingesetzt. Nein, wir kämpfen weiter. Vernichte es, Eevee! Vernichte es! Mach es fertig! Und? Yeah! Cool, so muss es laufen! Magma, willst du mich veralbern? Ja, natürlich wechsle ich das Pokémon, um es noch zu retten. Komm, Sleepy! Wir gewähren ihm den ewigen Schlaf. Wie kühl dich ab, dann wirst du sterben. La 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 la. Oh, ey, der hat ja fast ein bisschen Schaden gemacht, oder? Das war schon heftig. Ich meine, das waren 2 KP, das ist schon fast ein bisschen viel. Und wir haben den Dieb besiegt. Jetzt hast du mich überrumpelt. Ach, echt? Und? Na, Gott sei Dank. Jetzt speichern wir erstmal, bevor das Spiel wieder abstürzt. Magma kann sich doch gar nicht weiterentwickeln, oder? Also ich kenne Magby, das ist, wenn er ein Ei ist. Und dann halt Magma. Gibt es jetzt was ich noch nicht weiß, okay? Oder hat er eine Mega-Entwicklung? Das weiß ich nicht. Weiter geht's. Einmal ein Rauchball. Und hallo. Sie haben den Bau abgebrochen, noch ehe sie fertig waren. Nun wühle ich mich durch die Überreste. Dieb Kalle. Kalle, der Dieb. Aber cool. Ich würd mir einen Spitznamen zulegen oder irgendwas, ein Synonym oder keine Ahnung. Also Kalle, so kannst du nicht durch die Welt geistern. Jedenfalls nicht als Dieb. Es kommt irgendwie, weiß nicht. Nimm dich doch keiner ernst, Mann. Und Fukano, wie sieht's aus? Willst du nicht wechseln? Komm zu uns. Ich bleib bei Fliegen. Fliegen ist eine tolle Fähigkeit. Yay, Volltreffer! Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Erfahrungspunkte. Paar Doubts. Ey, was sind das für Sachen? Was sagt ihr für komische Sachen? So, letzter Gegner. Mahahaha. Jetzt siehst du alt aus, weil du den Türmchen... Was? Türmechanismus nicht kennst, was? Wenn du mich besiegst, gebe ich dir einen Tipp. Ich habe mich damit noch nicht mal auseinandergesetzt, ja? Also ich kann gar nicht sagen, ob ich damit noch nicht klarkomme. Muss mir da auch ein bisschen Zeit geben. Ich wollte mich erstmal hier umschauen und guten Tag sagen, mich vorstellen. Ich meine, es ist voll höflich. Was ist dein nächstes Pokémon? Ja, Billy, Level 37. Glückwunsch! Slimog. Ich probiere es wieder mit Fliegen. Keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß nicht, was dagegen effektiv ist. Ich habe gedacht, also ich weiß, dass es Wasser ist, aber keine Ahnung, was sonst noch.
Aussetzer geht daneben. Ich bin noch gar nicht da. Du kannst keine Attacke machen, wenn ich nicht da bin. Wenn ich die Augen zuhalte, dann siehst du mich nicht. Ach komm, schade. Aha, sie geht daneben. Ruckzucki, wir machen dich fertig. Tschüss. Und Ivy erhält Erfahrungspunkte, genauso wie Willi. Und wir besiegen den Rüpel. Ach, ich hab's vermasselt. Nimm's dir nicht so zu Herzen. In Ordnung, hier mein Tipp. Achte auf die Farben der Knöpfe. Jeder von ihnen öffnet die farblich passende Tür. Ach echt, das hätte ich jetzt... Boah, danke für den Tipp. Wäre ich niemals allein drauf gekommen. Jo. Ich will da durch. Da ist ein lilaner Knopf. Die Türen haben aber keine Farbe. Was? Hä? Oder bin ich farbenblind? Ich sehe zwar hier rot, grün, bla, bliblu. Blau. Oder muss das lila ergeben? Was gibt lila? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Farben nicht aus. Was gibt lila? So. Schön. Jetzt habe ich mich eingesperrt. Das ist ganz toll. So. Ja, perfekt. Klappt doch. Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Es ist keine Angst in deinem Blick, aber das macht nichts. Ich bringe dir schon bei, was wahre Angst ist. Hat doch super geklappt mit dem Rätsel, oder? Du, Flor, du hast keine Chance gegen Ivy. Absolut keine Chance. Das ist sehr effektiv. Ja, ich dachte, das macht dich fertig. Aber anscheinend hat es doch noch nicht ganz gereicht. Wir probieren es nochmal mit Ruckzuckhieb. Bei Ruckzuckhieb musst du nicht die Flinkklaue einsetzen. Ruckzuckhieb darfst du immer als Erster. Ivy, alles gut. So, Erfahrungspunkte und nächstes. Schon wieder ein Duflo. Ah, ich will nicht wechseln. Alles gut. Ivy schafft es. Wir glauben an dich. Level 25. Die 20 sich fliegen. Einmal gesehen, ob du es dann one-hittest. Mega sauber. Der haut echt rein, wenn er trifft. Hallo? Ivy, solltest du nicht fliegen einsetzen? Habe ich was verpasst? Nicht hier dich ausruhen. Du hast da bis jetzt echt gut gekämpft, aber es geht noch weiter. Ich wusste gar nicht, dass Fliegen daneben gehen kann. Ja. Ein One-Hit. Cool. Wie konntest du? Du standst da rum und du hast mich angequatscht und ach, ist egal. So, eine Etage tiefer. Wuhu. Oh, Pokéball. Überball gefunden. Cool. Muss ich schon mal nicht kaufen. Ich will ihn zuerst ansprechen. Geht leider nicht. Mist. Na warte, bis hierher und nicht weiter. Ich habe niemals Mitleid mit meinen Gegnern. Auch nicht mit Kindern. Ich bin kein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie alt ist der. Ich bin 12. Ich darf sowas. Eine Weltreise. Ohne Geld. Mutterseelen allein. Golbat. Ah, ja, wir wechseln mal.
Komm mal her schon, du magst Golbert. Hallo Golbert. Was hältst du von einem Donnerschlag? Voll ins Gesicht. Und wir besiegen den Rüpel. Arg! Okay, Nico, was war denn der Gecko? Keine Ahnung, Panflam, das ist der komische Affe, das weiß ich. Der Blaue, war das nicht ein Pinguin? Oder war es jetzt schon wieder eine andere Generation? Blinfa? Nee, Blinfa war mit jemand anderem. Ach, keine Ahnung. Und die kriegt man hier auch noch? Cool. Hallo? Ich erinnere mich an dich. Du hast mich in unserer Basis vermöbelt. Und jetzt auch noch im Keller. Ach süßen Slimer. Dein Kollege hatte schon die Weiterentwicklung. Ich würde mir mal da Gedanken machen. Na, wird's wieder ein One-Hit-Kill? Los. Ja, perfekt, super gemacht. Aber Fliegen ist jetzt langsam, geht uns langsam aus. Mock, Mock. Ich glaube, der ist auch anfällig gegen Wasser. Bin mir nicht ganz sicher. Aber Sleepy darf auch nochmal hier was machen. So, wir versuchen es mit Surfer. Wobei Aquaville bin ich von der Animation her ein bisschen cooler. Nee, dürfen wir leider nicht mehr einsetzen. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, ob da sehr effektiv dran stand. Hahaha, irgendwann erwischt es alle. Okay, sehr positive Einstellung. Gut, gehen wir weiter. So. Da ist ein alter Mann in dem... mit einem Hut und einem Pokéball. Wie bist du so weit gekommen? Nun gut, es gibt wohl keine andere Lösung, um dich auszuschalten. Wieder ist Moron. Ich will nicht fliegen machen, das dauert so lange. Versuch's mit Windstoß. Müssen wir zwar zweimal angreifen, aber komm. Kriegen wir auch hin. Rauchwolke funktioniert. Nee, ich hatte das dein Kumpel nicht gesagt. Ich hab Adlerauge drin, Mann. Ey, Mann, ey. Ich hol mir keine Pokémon, die sich nur mit Tausch entwickeln lassen. Weil ich spiele auf einem Emulator am PC und ich habe keine Ahnung, wie ich hier Pokémon tauschen soll. Deswegen habe ich mir kein Abra geholt und auch keinen Kleinstein, obwohl ich voll gerne einen Geowatz gehabt hätte. Aber nein, leider nicht möglich. Ich weiß nicht, ob dann zu viel wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Ist jetzt nicht ganz gepackt. Wiedersehen, Smogon. Ja, wir steigen bald wieder. Schön. Du hast mich ausgeschaltet. Vernichtet haben wir dich. So. Einmal das. TM82 gefunden. Schlafrede. Okay. Kenn ich nicht. Wer bist du? Was? Du bist hier, um mich zu retten? Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, was ist da im Radioturm bloß los? Was? Dort wimmelt es nur so vor Team Rocket-Mitgliedern? Na gut. Hier, nimm diesen Türöffner. Ich bin He-Man, ich habe die Macht. Damit solltest du die Tür im zweiten Stock aufbekommen. Bitte, du weißt ja nicht, zu was sie mit dem Sender in ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie mit diesem seltsamen Signal auf Sendung gehen, könnten sie sogar Besitz von den Pokémon ergreifen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du musst den Radioturm... Nein, alle Pokémon dieser Welt retten.
Ja, ist gut. Ich übertreiben, okay? Nicht übertreiben. Ich bin erst 10. Nee, 12. Entschuldigung. Ah, Pokéball. Münzamulett gefunden. Das macht auch irgendwas. Was macht denn das Münzamulett nochmal? Kriege ich, glaube ich, mehr Geld von den Leuten, die ich verkloppe, wenn ich das noch richtig weiß. Simon, du darfst auch mal was tragen hier. Item. Geben. Was ist denn das? Warte mal, warte mal. Es ist immer immens schwer und senkt die Geschwindigkeit des Trägers. Keine Ahnung, wo man sowas machen sollte. Okay. Rauchball. Erhöht die Chance, aus einem Kampf mit einem wilden Pokémon zu fliehen. Ach, nicht schlecht. Das doppelte Preisgeld bringt, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Ach, cool. Eigentlich hätte es den Dante eher geben sollen, aber pff. Simon, du darfst es haben. Ein schickes Amulett. Schicke Kette.